Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner Vier-Elemente-Monatslegung für den September 2024. Ich bin Daniela und in dieser Legung schauen wir wie immer in die vier Elemente, die wir auch im Tarot wiederfinden. Beginnen wir immer im Osten mit dem Luftelement, den Schwertern im Tarot, also mit der mentalen Energie, mit dem Denken. Und ich sehe, dass es hier um eine siegreiche Entwicklung geht. Ja, entweder hast du etwas geschafft und darfst quasi die Lorbeeren einkassieren, oder es geht darum, dass du dir überlegst, wie du etwas erfolgreich erledigen kannst. Wir schauen mal weiter, was die Karten noch zu sagen haben für den Krebs. Wir haben hier den Magier. Der Magier kann immer mal eine Karte sein, wo wir eine neue Fähigkeit entwickeln, wo wir uns noch nicht so ganz sicher sind, ob wir das wirklich können. Tief in uns drin wissen wir das, dass wir das können, aber solange man keine praktische Erfahrung hat, hat man eben auch nicht wirklich so dieses Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten, ja. Von dem her kann es eben sein, dass du dir Gedanken machst, wie du etwas erfolgreich meistern kannst, wie du etwas erfolgreich zu Ende bringen kannst und dir eben Gedanken machst über deine Fähigkeiten. Oder eben es ist so, dass du irgendetwas erfolgreich geschafft hast und dir deiner Fähigkeiten bewusst geworden bist. Und das Ganze geht einher mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Freude, sehr viel Leichtigkeit. Ja, du kannst deinen Erfolg genießen, weil du weißt, wer du bist und was du kannst, oder weil du gerade dabei bist, zu entdecken, wer du bist und was du kannst. Und wir schauen weiter in den Süden, in das Feuerelement, die Stäbe im Tarot, in die Welt der Ideen, Wünsche und Impulse. Und hier haben wir die Acht der Münzen, ja. Da geht es darum, dass du gerade anfängst, etwas zu tun. Also du bist noch in einem kreativen Prozess, du fängst gerade an, etwas zu tun. Und wie gesagt, entweder überlegst du dir, wie du mit etwas erfolgreich sein kannst, oder wenn du den Erfolg schon hast, dann geht es eben hier unten weiter. Dann gibt es auf Basis des Erfolges, den du schon hast, eben neue kreative Möglichkeiten weiterzumachen. Und wie gesagt, er hat hier schon so eine vage Idee, er hat auch schon mit der Umsetzung angefangen, aber es ist auch noch ganz viel offen. Das heißt, er darf sich noch überraschen lassen, er ist offen für die Ideen, Wünsche und Impulse, die hier zu ihm kommen. Und ich sehe, dass diese Entwicklung ein Gamechanger ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Krebse im September mehr in Kontakt kommen mit ihrer wahren Bestimmung, mit dem, was sie eben tun sollen, mit dem, was ihnen auf den Leib geschneidert ist. Und das ist immer ein Gamechanger, weil wenn wir das tun, was uns bestimmt ist, ja, unserer Bestimmung folgen, dem Ruf unserer Seele folgen, dann laufen die Dinge meistens sehr gut für uns, zumindest dann, wenn im Außen der Zeitfaktor auch mitspielt. Und dann haben wir hier die Zwei der Schwerter. Die Zwei der Schwerter zeigt an, dass du deinen Weg noch nicht ganz siehst, ja. Du weißt, was du schaffen möchtest, du hast hier eine gewisse Idee, es arbeitet auch in dir, es ist so diese Gamechanger-Energie da, aber du weißt möglicherweise noch nicht, wie du dorthin kommst. Und was wir hier eben sehen, hinter ihr sind diese Inseln und sie hat eine ganze Menge Möglichkeiten, dorthin zu kommen, aber sie sieht diese Möglichkeiten noch nicht. Und die Zwei der Schwerter steht immer dafür, dass man sich sagt, okay, ich bleibe ruhig und friedlich, bis dieser Zündfunke kommt. Ja, wir sind hier im Bereich des Feuerelements, ja auch im Bereich der kreativen Impulse, ja. Und das ist quasi eine Karte, die sagt, ich mache mir keine Sorgen, ich bleibe einfach ruhig und still und offen in meinem Geist, bis die Ideen kommen, die mir zeigen, wie ich meinen Weg gehe, wie ich das umsetzen kann, woran ich hier denke und wie ich dann eben auch erfolgreich bin, meine Gaben und Talente und Fähigkeiten zum Ausdruck bringe und dabei eben auch noch Spaß habe. Dann schauen wir in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche im Tarot, in die Welt der Gefühle.
Schauen mal, wie sich das Ganze anfühlt. Wir haben hier die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter, das ist immer so eine Karte, die so ein bisschen sorgenbehaftet ist. Ja, also möglicherweise machst du dir Sorgen, dass du nicht schnell genug vorankommst, dass jemand anders dir deine Idee quasi wegschnappt. Es ist ja oft so, dass wenn kreative Ideen im Äther liegen, dass viele Menschen unabhängig voneinander ähnliche Ideen haben. Und von dem her haben wir auch immer so diesen Drang, nach vorne gehen zu wollen mit unseren Ideen, um uns auszudrücken, um eben vorne am Puls der Zeit zu sein. Und von dem her kann es sein, dass du dir hier irgendwo auch noch so ein bisschen auf der Gefühlsebene Sorgen machst, dass es halt nicht schnell genug geht. Ja, aber wie gesagt, die Zeit ist der Faktor, der wird auch von oben gegeben. Dann haben wir hier die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, die findet sich wieder in dem, was sie tut. Das heißt, du hast schon das Gefühl, dass dir die Dinge, die jetzt zu dir kommen, wie auf den Leib geschneidert sind oder so aus der Tiefe deiner Seele nach oben kommen. Und das ist etwas, das macht dich im Innen und Außen schön. Ja, das ist einfach auch das, was dich hier das Leben genießen lässt und was dich befähigt, deine Kraft zu umarmen. Also, ja, eine sehr segensreiche Entwicklung hier für die Krebse. Und wir schauen uns das Ganze natürlich auch noch im Norden auf der materiellen Ebene an. Bei den Münzen. Wir haben hier die 7 der Kelche, ja, das heißt, du stehst am Anfang von diesem neuen Projekt. Ja, aber wie gesagt, du darfst deinen Erfolg genießen. Das Ganze wird gut laufen. Du kannst es vielleicht auch noch nicht so ganz sehen, aber der kreative Prozess, der läuft und es wird sichtbar werden. Darauf darfst du aus der Tiefe deines Herzens heraus vertrauen. Ja, es ist hier dieser Neuanfang. Neue Energie, was eben hier auch diesen Wechsel ermöglicht, ja, und der Narr, der lässt sich Hals über Kopf in das Neue fallen, der macht sich keine Sorgen zu scheitern, ja, der Narr ist jemand, der hat immer Glück, ja, der Narr ist so eine Person, so ein Charakter, der fällt sturzbetrunken die Kellertreppe runter und steht auf und hat keinen Kratzer. Ja, das ist so, bei dem gehen die Dinge immer gut, auch wenn es eigentlich prädestiniert dazu ist, dass du einige Schürfwunden und blaue Flecken und Prellungen mittragen würdest. Ja, der Narr, der steht auf und der hat keinen Kratzer. Von dem her darfst du dich diesem Neuen hier auch ohne Angst anvertrauen. Und du schaffst hier ein Meisterstück, ja. Also das, was hier unten noch in den Impulsen liegt, das liegt hier oben in der Perfektion, in der Fertigstellung. Von dem her, du darfst deinen Erfolg genießen. Ja, öffne dich für diese erfolgreiche Entwicklung, was auch immer das in deinem Leben bedeutet. In den Tarotkarten schauen wir in grundlegende Energien, die sich einfach in jedem Leben anders ausdrücken können, ja. Es mag sein, du hast Erfolg mit einem neuen Projekt. Es mag sein, du hast Erfolg in der Liebe. Es mag sein, du hast Erfolg in irgendetwas anderem, was dir an deinem Herzen liegt, ja. Und diese Energie hier, das ist das, was sich eben für den Krebs im September manifestiert. Es sieht also wunderschön aus. Und ich habe hier, lass die Blätter gehen. Du darfst das, was du nicht länger brauchst, gehen lassen. Ja, belaste dich nicht mit Dingen, die nicht mehr zu deinem Weg gehören. Belaste dich nicht mit dem Alten, sondern lass das Alte komplett gehen und versuche, deine Kraft und deine Aufmerksamkeit vollkommen in das Neue zu stecken. Denn das ist auch das, was es braucht, damit es hier erfolgreich werden kann. Ja, lieber Krebs, soweit ein Blick in die Karten für dich für den September. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich wie immer riesig über Likes und Kommentare und natürlich auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.